Alexander Brabitz ist Marathon-ORF-General, Thomas Radke ist UdS-Professor für Gesellschaftsrecht der Donau-Uni Krems und Robin Lamsen kennen Sie schon. Er ist Wirtschaftsanwalt in Österreich und Wien. Mein Name ist, wie vorher schon gehört, Rainer Nowak. Wenn Sie sich fragen, warum ich hier moderiere, wodurch alles nur Juristen hier sind. Helmut Brandstätter hat heute keine Zeit gehabt, ich bin dann eingesprungen. Helmut Brandstätter wollte, glaube ich, bei einer Raiffeisen-Veranstaltung nicht moderieren heute. Ich darf mal beginnen mit, also wir haben das jetzt gehört, das ist ja relativ einfach klingt das. Also gut schlafen, einen hübschen Buddy suchen, den Stoff kann man eh nicht lernen. Warum haben Sie beide nicht die Anwaltsprüfung gemacht? Veronika, Alexander Wawitz. Wer beginnt? Und ich verdiene mehr als keine Antwort. Gegenantwort. Nein. Warum hast du keine? Nein, es freut mich natürlich im Loshaus, so viele Juristen, angehende Anwälte oder andere Karrieren hier begrüßen zu dürfen. Wie das oft ist im Leben, kann man, glaube ich, selbst für die hier Anwesenden auch beschreiben, überrascht einen das Leben. Ich war auf der Anwaltsschiene in der Anwaltskarriere, habe auch 3 Jahre, 1,5 Jahre in einer M&E-Kanzlei die Basics gelernt, auf die ich heute sehr, sehr gerne zurückgreife, weil ich glaube, Qualität und Kompetenz braucht man in allen Ebenen, umso mehr in dieser Zeit. Bei mir hat es der Zufall ergeben. Ich wollte mich umorientieren und habe dann entschieden, nachdem ich länger M&E gemacht habe, auf die Eigentümerseite wechseln zu dürfen und zu wollen und bin dort geblieben. Ich hatte es eine Zeit lang sogar im Fokus. Ich dachte, brauche ich dann nachher und irgendwann hat sich das ausgeebbt und war nicht mehr erforderlich. Aber ich habe heute schon wieder Lust und Gusto dazu bekommen. Ich glaube, die Tipps, die wir heute hier gehört haben, kann man für ganz viele andere Bereiche auch anwenden. Sie sind sehr basic, aber man braucht sie auch später. Das ist auch der Beginn einer ganzen Bestseller-Serie für Prüfungen. Ja, also mein Vater ist Rechtsanwalt gewesen, jetzt in Pension. Mein Großvater war Rechtsanwalt, mein Urgroßvater war Rechtsanwalt und einer meiner Söhne will Rechtsanwalt werden. Und ich habe mir gedacht, eine Generation muss er mal auslassen zwischendurch und habe dann nach dem Jus-Studium, eigentlich ursprünglich wollte ich nur mal auch in die Bank mehr schnuppern als wirklich und dann hat es mich dort fasziniert. Ich habe gesehen, wie wunderbar es ist, wenn man Top-Anwälte für sich arbeiten lassen kann und bin dann auf der Schiene geblieben. Professor Radke, warum Theorie und nicht die finanziell möglicherweise lukrativere Praxis? Naja, ich würde sagen, es muss nicht jeder Anwalt werden. Und ich war selber auch zweimal am Weg dazu und wurde zweimal am ersten Arbeitstag zurückgerufen an die Uni. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein Wink die Fixals. Jetzt bleibe ich an der Uni und schaue, dass ich dort einen Lehrstuhl bekomme. Aber ich glaube, dass das ja keine endgültigen Entscheidungen sind. Das Jus-Studium ist in Österreich Gott sei Dank ein sehr generalistisches Studium. Wir haben eine breite Ausbildung, also man spezialisiert sich im Studium nicht. Und dadurch kann jemand in der Wissenschaft im Alter dann nochmal vielleicht in die Anwaltei wechseln und auch umgekehrt. Und diese dualen Karrieren, Anwalt, Wissenschaft, das ist durchaus nichts Seltenes, weil man sich eben anders als in den USA bei uns nicht früh spezialisiert und das, was man als Fachidiot beschimpft, also man kann auch mal das Fach wechseln, wenn man genug hat vom eigenen Fach. Und ich glaube, das ist das Gute an unserem generalistischen Jus-Studium noch. Ich würde es in der zweiten Runde, weil ich frage dich jetzt nicht zur Anwaltsprüfung. Ja, bitte. Nein, nur als Ergänzung, ich habe auch lange gedacht, so dieser duale Weg und man könnte es ja dann doch noch machen und wache heute noch manchmal schweißgebadet auf, dass ich die letzten 2 Wochen des Gerichtsjahrs nicht gemacht habe. Und man denkt, wenn ich dann jetzt noch umsteige, dann wird es schwierig, noch 2 Wochen Gerichtsjahr zu machen, bevor man konzentriert. Aber Alex, da können wir helfen. Okay, gut. Das wäre jetzt interessant. Nein, egal. Ich frage jetzt nicht zur Anwaltsprüfung, weil das wäre jetzt irgendwie nach dem Vortrag vor ein bisschen komisch. Ich würde gerne in der zweiten Runde wirken, inwieweit fließt denn das ein in die tägliche Arbeit bei Ihnen allen? Das Grundwerkzeug, das Juristische, das die Lehre im Denken, in Managemententscheidungen. Und gibt es sowas überhaupt? Ja. Wer will? Bin ich, ja. Also ich glaube, es muss ganz ehrlich sagen, ich muss ein bisschen provokant, das ist auch eine Podiumsdiskussion, sagen, mir ist das Jus-Studium schon viel zu theoretisch und so viel wissen die Amerikaner um den anderen Zugang, dass sie direkt Anwälte ausbilden und den Rest vergessen zu einem gewissen Teil. Aber eine Mischung wäre mir lieber, das muss ich nur sagen. Rhetorik zum Beispiel, was in den USA ganz ja, und argumentieren ist. Und das lernt man vieles auf der Uni, glaube ich, noch nicht. Das kann der Robin zum Beispiel kaum. Also, ja. Das ist aber bei uns zum Großteil angeboren. Also, bin ich nicht sicher, bin ich auch nicht sicher. Ich glaube, man hört zu und ich habe tolle
Ausbildungsanwälte gehabt, von denen ich sehr viel gelernt habe, auch in diesen Soft-Themen. Aber ich glaube, das Jurastudium prägt signifikant. Also die Art zu denken, was nimmt man mit? Die Art zu denken, nicht, dass es immer die beste ist, und es ist im Privatleben auch durchaus schädlich, aber den Fokus aufs Wesentliche zu legen. Genau? Ja, also Diskussionen mit dem Partner. Wenn ein Jurist einmal wirklich anfängt und sagt, du redest am Thema vorbei, Emotion ist in unserer juristischen Sprache in der Ausbildung nicht dabei. Nicht? Die lernt man, glaube ich, dann erst wieder im Anwaltsberuf oder in anderen Funktionen, ist sie dann eine wichtige Waffe einmal. Aber grundsätzlich ist man schon, wird man auf dieses logische, aufs Wesentliche hinuntergebrochene Denken trainiert. Also quasi der Anti-Journalist, ja. Genau. Also ich glaube, dass das schon sehr gut ist beim Jus-Studium in Österreich oder wie es vor Jahrzehnten, wie ich studiert habe, war, dass es eine sehr breit angelegte Ausbildung ist und dass man viel sozusagen Grundsätzliches und Strukturelles doch mitnimmt. Und wenn ich jetzt sage, ich habe es jetzt beim Herfahren mir überlegt, es sind 14 oder 15 größere Rechtsgebiete, die meinen Arbeitsalltag sozusagen prägen, vom Wettbewerbsrecht, Rundfunkrecht, Europarecht, Arbeits- und Sozialrecht, also fast alles, Vertragsrecht, alles, das ist alles immer wieder unterschiedlichste Rechtsgebiete, wo wir erstens eine super Rechtsabteilung haben mit Spezialisten für die verschiedenen Bereiche und dann auch also unterschiedlichste Anwälte, meistens spezialisiert, halt von Besteuerrecht und. Aber ich kann gut mit denen auch diskutieren, meine ich jedenfalls. Und dadurch hat man eine breite Basis und auch in Rechtsgebieten, wo die es damals noch gar nicht gegeben hat, IP und Internetfragen und so weiter, man doch rasch hineinfindet, weil man irgendwie dieses Basis hat. Also jetzt nicht, dass das römische Sklavenrecht jetzt heute dann noch viel Grundlage dafür ist, aber irgendwie so ein paar Prinzipien, die habe ich sehr vom Studium mitgenommen. Und da finde ich, muss ich ein bisschen widersprechen, möglicherweise ist das nicht praxisnahe, aber ich glaube schon, dass sozusagen eine grundsätzlich wissenschaftliche Grundaufstellung des Jus-Studiums an sich was Gutes ist, eben dafür, weil man sagt, ihr müsst euch ja dann alle über Jahrzehnte bewähren und allergrößtenteils wahrscheinlich in Rechtsgebieten, die es heute in der Ausprägung noch nicht gibt. Was nicht heißt, dass man die anderen Fähigkeiten, die auch dazugehören, dann auch trainieren muss und natürlich versuchen muss, abzulegen, wie auch immer, so dieses manchmal Juristen, die hundertprozentig präzise, richtige, aber unbrauchbare Aussagen liefern, die sozusagen dann in der Praxis auch nicht weiterhelfen. Keine Anwesenden, ja, jetzt, aber es soll vorkommen. Es ist bei einem großen Konzern, bei einem Wirtschaftskonzern und dann auch, der sich recht stark im Bankenbereich engagiert, ist es nicht so, dass Juristen immer nur überall mit Applaus begrüßt werden, könnte ich mir vorstellen. Es kommt darauf an, wie man es lebt. Also ich glaube vorweg, dass man die Qualität jedenfalls braucht, die Kompetenz braucht. Ich greife da sehr stark immer wieder zurück auf meine Anwaltszeit und auf das Gerichtsjahr, weil ich das offensiv betrieben habe, auch die Übernahme angestrebt habe eine Zeit lang und dann gesagt habe, doch nicht, ich will die reelle Wirtschaft sehen. Gerade die Praxis danach, auf die kann ich tatsächlich täglich zurückgreifen, weil ich glaube, für Führungspositionen muss man, so wie wir es jetzt auch gehört haben, muss man in Grundsätzen verstehen, um Entscheidungen treffen zu können, um den richtigen Weg Gabelungen sozusagen zu schaffen. Im Bankenbereich ist das überhaupt noch spezifischer. Erstens kommen einem wahnsinnig viele Juristen entgegen. Also wenn ich so bei uns durchdenke, auf der Vorstandsebene fallen mir kaum welche ein, die keine sind. Natürlich aus einer anderen Zeit noch, die halt sozusagen sich dieses Basishandwerk angeeignet haben. Und ich sehe das ein bisschen so, dass es auch wie eine Denke ist, ein Schachspiel, Strategien auch logistisch zu verstehen und dann sozusagen darauf ein weiteres Wissen aufzubauen, ein wirtschaftliches, mit dem man add-on hantieren muss. Also das Basic-Wissen im Rechtsbereich alleine ist eine Einstiegsmöglichkeit, aber da muss man dann jedenfalls drauf aufbauen. Und ich glaube, Juristen sind dann besonders willkommen und beliebt, wenn sie praxisorientierte Vorschläge machen, wenn sie in der Lage sind, komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen und Entscheidungsgrundlagen so aufzuarbeiten, dass man sie versteht, erstens. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, aber auch die richtigen Entscheidungen und Ableitungen daraus treffen kann. Mhm. Jetzt sagt man ja so, vorher war das mit dem privaten Streit, dem potenziellen, also das betont Logische und Recht haben wollen.
Und dann gibt es ja auch noch andere Klischees über Anwälte und Juristen, dass das ein bisschen strukturierter zugeht und ein bisschen seriöser und ein bisschen nur so, ja, let's face it, ein bisschen langweiliger, Entschuldigung. Jetzt leben Sie das, wie das Klischee manchmal, also gibt es in dem Umfeld Nicht-Juristen, die sagen, das war jetzt typisch juristisch oder typisch Jurist und ein bisschen zu trocken gesehen, das Thema? Ja, also Rainer, du wirst von mir jetzt nicht hören, dass unser Beruf nicht spannend oder nicht sexy ist. Ja, also ich sehe das ganz im Gegenteil. Das war aber vorher anders ausgemacht eigentlich. Ja, ich weiß, aber ich habe dich reingelegt. Ja. Nein, ich denke mir, man muss sich überlegen, wie man diesen Job leben will. Man kann ihn unglaublich langweilig leben und man kann ihn irrsinnig spannend leben. Und man kann das dann, je länger man im System ist, kann man sich auch besser einteilen, was einen interessiert. Aber ich glaube, wir haben einen jungen Studenten, der bei uns jetzt schon seit längerer Zeit jobbt. Ich glaube, der ist so nah dran und der wird sehen, dass das eigentlich relativ, jetzt sage ich einmal, lässig, glaube ich, bei uns ist. Und versucht, so eine kalifornische-artige Kanzlei bei uns zu etablieren, wo jedem klar ist, er arbeitet viel und hart. Und wir reden über das, aber man macht das Ganze locker. Jetzt würde ich mal so schätzen, dass das beim ALEX, beim ORF, das sind harte Entscheidungen zu treffen, aber man kann das Ganze mit auch einem Lächeln machen und ein bisschen, ja, es muss nicht stockkonservativ zugehen. Dazu wolltest du gar nichts sagen zu diesem Thema. Nein, was man natürlich braucht, ja, sind, ich sage immer, so Kampfjuristen. Ja. Das ist manchmal... Also, die muss man finden und wenn man die ums Was Basar, ist genau ein Kampfjurist? Wem genau? Zum Beispiel, wir haben hin und wieder auch Verhandlungen. Nein, da kann man ja nur die ganz trocken die Verträge interpretieren für uns. Nein, aber dass man, ich will von einem Mitarbeiter der Rechtsabteilung, aber auch von einem Anwalt, nicht primär hören, warum es jetzt eigentlich genau nicht geht, ja, sondern sagen, das ist schwierig, das kann man schon sagen. Es hat keinen Sinn, irgendwie was Blaues vom Himmel zu versprechen, aber wir finden einen Weg und wir probieren den und probieren es. Ja? Also nicht, dass man einen jetzt dann ins Kriminal gedrängt wird, weil als Manager heutzutage steht der Generaldirektor. Also, ja. Ich stehe jetzt zum Beispiel vor der spannenden Frage, weil es jetzt alles drum geistert, die OF-Gebührenanpassung steht im Raum, nicht? Und dann gibt es einen ganz klaren gesetzlichen Mechanismus, dass man sagt, da steht im Gesetz drin, alle 5 Jahre die Parameter und dann das funktioniert hat und dann muss ich den Antrag stellen. Wenn die Parameter sind, der Stiftungsrat muss es, wenn es gut begründet ist, genehmigen und die unabhängige Medienbehörde muss es prüfen, ob es die Richtigkeit hat. Das ist es. Überhaupt keine politische Frage. Null. Und dann tun die Politiker, die Zeitungen, alle, die genau per Gesetz gar nichts damit zu tun haben, sich jetzt da äußern und sagen, naja, mach das jetzt nicht und machen Sie das nicht und morgen kann man es wieder. Ich habe mich doch gar nicht geäußert. Du hast noch mal angefangen, ja, aber, genau. Aber morgen in Befreundeten oder in einer Zeitung, die Ihnen gehört. Nicht befreundet ist wieder der Leitkommentar. So, und jetzt ist das wirklich eine interessante juristische Frage, kann ich das überhaupt nicht? Und ich brauche aber nicht einen Juristen, der mir sagt, naja, Sie könnten es schon, sondern sagt, machen Sie das, was richtig ist. Und das erfordert eben auch eine Persönlichkeit. Also ich glaube, Juristerei und gerade Anwaltliche, das ist ein Persönlichkeitsbusiness und man möchte dem Anwalt und der Anwältin irgendwie vertrauen. Erstens, dass man weiß, die kennt sich aus, klarerweise, die ist rund um die Uhr erreichbar im Prinzip und hat nur einen selbst als Klienten. Aber man weiß, da gibt es auch andere auch, aber man spürt es, dass der oder diejenige mit Herzblut dabei ist. Und dann ist es spannend, gemeinsam mit Anwälten Prozesse und Projekte voranzutreiben. Also ich glaube, weil das Wort Kampfjurist gefallen ist, das ist halt etwas, was man aus seinem Gehirn verbannen sollte. Wenn ich im Studienplan irgendwas zu sagen hätte, dann würde ich, bevor die noch die Einführungsprüfung machen, würde ich Ihnen den Roman Michael Kohlhaas zu lesen geben. Ich weiß nicht, ob den alle gelesen haben, aber das erzähle ich allen Studenten, bevor ich eben mit der Einführung beginne. Das ist ein Pferdehändler, dem hat man... Es gibt mittlerweile eine Kinoverfilmung, ja, dann geht es leichter. Ja, mit Bruno Ganz in der Hauptrolle, ja. Dem wurde ein
Pferd zu viel Zoll weggenommen und der zettelt dann einen Bürgerkrieg an. Und am Ende sagt das königliche Gericht, ja, also ich gebe dir das Pferd zurück und im Übrigen verurteile ich dich zum Tode wegen Landfriedensbruch. Und der Kohlhaas strahlt und sagt, es wurde Gerechtigkeit, auch wenn die Welt dabei unterging. Und jeder Student, der mir den Sinn dieser Gleichnis nicht sagen kann, den würde ich sofort vom Jus-Studium entfernen, weil es ist dieser Kampfjurist, der das Menschliche nicht sieht. Ich denke, ein guter Jurist ist zu einem Drittel Fachmann, Fachfrau, zu einem Drittel Schauspieler und zu einem Drittel Psychologe. Wobei die anderen zwei Dritteln noch wichtiger sind. Und ich glaube, was auch wichtig ist, und das hast du gesagt, wie du auf die Anwaltsprüfung vorbereitet hast, dass eigentlich in der Ruhe die Kraft liegt. Jeder hat so seinen Mentor. Ja. Ich kann mich erinnern an einen, also vor allem, man wächst über sich hinaus, dieser enorme Stoff, das kann man ja gar nicht schaffen. Bei jedem Fall, bei jedem Projekt ist so eine enorme Stoffmenge, so viel durchzulesen, so viel vorzubereiten und jeder kennt das, die durchgemachten Nächte, da braucht man eine ruhige Hand. Ja, also jeder hat Abgabefristen, einer meiner Lehrer, der Professor Eicher, ich glaube, jeder kennt ihn, da haben wir eine Abgabefrist gehabt, da lagen Berge vor uns und dazu Schiff durchgearbeitet, naja, dann schaffen wir das halt. Ne? Und dann haben wir die Frist auch eingehalten. Und ich glaube, diese ruhige Hand, die bekommt man auch mit dem Alter. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass also das Nervöses hin und her und also immer diese Gelassenheit auszustrahlen, auch den Kunden, den Klienten gegenüber, ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Ja? Sonst geht man an den Beruf drauf. Auf lange Sicht. Ich habe aber eh nicht gemeint, einen Querulanten sozusagen als Juristen. Also Michael Kohlhaas sozusagen vereinfacht gesprochen. Aber ich gebe Ihnen recht, natürlich muss, oder Magister Kastner, mein Chefjurist in meiner unmittelbaren Umgebung, dann ist schon auch gut, wenn ich sage, ah, und jetzt wir klagen und wir kämpfen und wir gewinnen das und wir müssen und es muss doch sein. Wenn man zuerst sagt, ja, wir probieren alles, aber dann auch schon und sagt, aber es geht halt nicht. Ja, also das ist auch eine gewisse schon, juristische Qualität, die da notwendig ist, das gebe ich schon zu. Aber trotzdem muss man das Gefühl haben, auch derjenige, der eben des Rechts einen anwaltlich vertritt oder juristisch vertritt, hat alles probiert, bevor er dann allenfalls sagt, na gut, findet man einen Weg oder schafft man auch einen Kompromiss. Das ist ja das hauptsächliche Wesen, glaube ich, jetzt auch prozessvermeidend nach Möglichkeit zu agieren und halt dann einen Weg zu finden aus einer gesicherten Position heraus, im Wirtschaftsleben eigentlich jetzt. Monika? Ich würde nur gerne ergänzen, also ich unterstreiche das, ich glaube, die Soft Skills sind irrsinnig wichtig. Mit der Drittel-Drittel-Lösung kann ich zum Teil nachvollziehen. Ich würde folgende Eigenschaft noch dazu ergänzen, man muss selbstreflexiv sein. Und das ist in den Tipps auch ein paar Mal gekommen. Ich glaube, dass man sehr bewusst sozusagen sich selbst und andere einschätzen muss und seine Grenzen kennen muss. Und da glaube ich, das gilt für viele Berufe, ist Authentizität eins der Schlüsselworte. Wenn man weiß, wo seine Stärken liegen und ja, es gibt die Kampfmaschinen unter Anführungszeichen, die man einsetzt, wenn ich das bewusste, übergezeichnete Beispiel bringen darf. Frauen haben manchmal das Klischee oder man unterstellt ihnen, dass sie besonders diplomatisch agieren können, wenn man schon mit Klischees spricht, gibt auch andere. Aber ich glaube, man muss das Repertoire gut kennen und es auch bewusst gezielt einsetzen können. Und als Anwalt ist es aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig, dass man sich auf den Klienten einstellen kann. Dass man bewusst weiß und erkennt und auch antizipatorisch in der Gruppe, in der Verhandlungsgruppe, im Gerichtssaal, wo auch immer es erforderlich ist, die Situation erkennen kann, sich selbst gut einschätzt. Dafür braucht man die Basis und das Know-how und das Recht haben, theoretisch im Kopf durchspielen zu können. Aber man muss ganz bewusst entscheiden, mit dem Auftraggeber gemeinsam in einer Personalunion sozusagen als Werkzeug, welchen Schritt man in welcher Abfolge wählt. Man kann sich auch immer wieder zurücknehmen und dann sozusagen die Strategie auch verändern. Und ich glaube, darin liegt ein Schlüssel eines besonders guten Juristen und eines guten Anwalts. Ich möchte es nur kurz unterstreichen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man smarte Mandanten hat, die verkraften, dass man im Gerichtssaal nicht 50% seiner Energie darauf investiert, dass der eigene Mandant einen super findet, sondern dass man das Ziel verfolgt. Und das kann manchmal sein, dass man eigentlich relativ zurückhaltend ist und ein, zwei zynische Sätze bringt, anstatt einfach auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das ist unfair und eigentlich, so wie manch bekannte mediale Anwälte einfach nur eine Riesenshow macht. Das können manche Mandanten, wollen das, dann ist es ein mediales Produkt, das ich erwerbe, aber darum ist es schön, wenn man halt mit smarten Mandanten arbeiten kann. Ich würde gern ein bisschen die Intention fragen und überhaupt den Wandel ansprechen. Das eine ist, was sollten die Hauptmotive sein, Anwalt bis Jurist zu werden? Ich kenne das vom Journalismus, da glauben sehr viele junge Menschen, dass wenn sie in den Journalismus gehen, so verbessern sie die Welt. Das ist ein grobes Missverständnis, das ist nicht unsere Aufgabe. Caritas oder andere Unternehmen sind da gut dafür.
Was ist der Impetus, was ist die Intention? Und da würde ich auch ganz gerne sprechen mit Ihnen, Herr Professor, noch ein bisschen über den Wandel. Also wie wandelt sich gerade der Beruf des Anwalts und das Geschäft? Na, ich glaube, also vielleicht zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich glaube, Anwalt zu sein, Jurist zu sein, eine funktionierende Rechtspflege ist das A und O eines Rechtsstaates. Und ich glaube, wir sehen gerade, dass das etwas ist, was eine permanente Achtsamkeit da erfordert. Wenn man sich so Entwicklungen in den USA anschaut, aber auch woanders. Zu Ihrer Frage, wie entwickelt sich's? Ich glaube, man muss sich seine Kreativität erhalten und kreativ arbeiten. Ja. Ich habe in Vorbereitung, weil es ja heißt Anwaltsberuf im 21. Jahrhundert, mir angeschaut, was in Zukunft so alles möglich sein wird. Und da werden wir uns wundern. Die Routinetätigkeiten wie Vertragsgestaltungen, Firmenbucheintragungen, Grundbucheintragungen werden in Zukunft von Maschinen erledigt werden. Das werden Logarithmen machen. In den USA ist es zum Teil bereits Realität. Und diejenigen, die nicht kreativ arbeiten werden, die werden da ersetzt durch Maschinen. Also ich habe das ein paar Kollegen so erzählt und die haben so ein bisschen belustigt und haben mich ein bisschen an den Kaiser Franz Josef erinnert, der die ersten Autos gesehen hat, ja, hat gesagt, ja, das wird sich auch einmal aufhören, nicht? Oder bald wieder aufhören. Ja. Und ich, so wie mit dem Internet, und ich denke, da wird einiges auf uns zukommen. Und eine Maschine kann, ein Logarithmus kann sogar Gesetze beschließen. Ja, also da gibt es Versuche, und also ich lade jeden ein, das einmal zu googeln, was da alles möglich sein wird, und da wird einem vielleicht nicht Angst und Bang, aber ich meine, wir haben selbstfahrende Autos, selbstfahrende Busse, selbstfliegende Flugzeuge, warum nicht den Cyberlawyer, wo ein Logarithmus die Routinearbeit macht? Also ich glaube, man sollte sich auf seine Kreativität. Bei Maschengesetzen weiß ich gar nicht, ob das so gefährlich wäre. Ja. Aber ja, na, wo ein Verkehrszeichen zum Beispiel steht, ja, das kann der Bürgermeister nach Gutdünken festsetzen, oder man kann das so programmieren, wo sind die und wo mache ich die Geschwindigkeitsbeschränkungen. Das kann Sinn machen. Ja, aber das ist die Zukunft. Also die Digitalisierung wird keinen Stein am anderen lassen. Ja, man wird 2020 ein gesamtes Gehirn kopieren können von den Gigabytes her. Ja, also dann ist es zum vollautomatischen Juristen nicht mehr weit hin. Man wird uns aber weiter brauchen, eben für das Kreative. Und wer das nicht kann, wird unter die Räder kommen. Also ich würde Ihnen gerne die Angst nehmen, die Konzipiententätigkeit wird meiner Ansicht nach nicht komplett ausgelagert werden, aber diese standardisierten Sachen, die eh keinem Spaß machen, die kann man gerne einem Computertool überlassen, dann ist das fein, dann ist jeder happy und man kriegt es wahrscheinlich auch anders aufbereitet. Also das wird sicher ein Weg sein, der jetzt in Zukunft wichtig sein wird. Aber um auf deine Frage zu kommen, warum Anwalt? Es sind immer dann banale Gründe, warum man dazu kommt, aber ich hatte einen ganz spezifischen, mein Vater war Unternehmer, hat einen Zeitungsverlag gehabt und war so mutig, dass er diese Zeitschrift an eine große Zeitung verkauft hat, einen großen Verlag, und er hat das ohne Anwalt gemacht. Und die Gegenseite hatte einen Anwalt, und mir würde auch viel einfallen, was ich einer unvertretenen Partei hineinschreiben könnte in den Vertrag, und all das hat mein Vater unterschrieben, und der ganze Kaufpreis war 2 Jahre später weg, über Gewährleistungen aufgefressen. Und das war eben so ein Handschlagmann. Richtig, das machen wir uns aus, da wird schon nichts Böses drinstehen. Und ich glaube, ganz, ganz offen, das war ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich bin erst im Nachhinein draufgekommen, aber warum ich eben M&E, Unternehmenskäufe, als Fokus habe. Bewusst habe ich es nicht deswegen gemacht, aber ich glaube, das war der Grund, warum ich mich dafür entschlossen habe, dass so etwas mir, meiner Mandanten, nicht nochmal passiert. Welcher Verlag war das? Also das will ich jetzt nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zu diesem Reich gehört. Aha. Das ist aber kein Reich. noch nicht, ja. Also die handelnden Personen gibt es nicht mehr drum. Deswegen ist immer Brandstätter nicht da. Ja, Wandel? Ich glaube, zum Teil wurde es, glaube ich, mit der Frage vorher auch schon beantwortet. Ja, die Kreativität würde ich hundertprozentig unterstreichen. Es ist die Persönlichkeit, es ist auch die Fähigkeit, sich am Markt vielleicht für neue Produkte sozusagen zu interessieren. Ich kenne eine Reihe von jungen, sehr engagierten, tollen Anwälten, die genau in der Start-up-Szene oder auch im Internetbereich, das sind die paar wenigen, und das sind nicht die klassischen aus der Generation vorher mit dabei, die hier im Vordermann sind, sondern die haben sich hier auch mit den neuen Medien neu entwickelt, und ich glaube, dass man die Dinge auch besser versteht, wenn man mit diesen Dingen aufwächst. Darüber, glaube ich, kann man sich auszeichnen oder sich eine besondere Nische gestalten. Man kann aber auch über die Persönlichkeitsstruktur gewisse besondere Qualitäten hier ausleben. Die Kreativität ist da ein Schlüssel, glaube ich, auch.
Ja, also ich würde es jedenfalls, würde auch, wenn mein Sohn sich einmal entscheiden würde, würde ich ihn nicht davon abbringen. Ich glaube, wichtig ist, dass man selbst überzeugt ist, und das ist noch lange hin, er ist 8 Jahre alt, ein gewisses Maß an Rechtsempfinden würde ich in der Organisation, in der ich bin, wo es auch um Werte geht, auch unterstellen. Also ich persönlich habe die Juristenkarriere eingeschlagen mit diesem Rechtsempfinden. Mir hat damals eine sehr kluge Frau gesagt, mit einem Messer, also ein bisschen ein drastisches Bild, aber ich glaube, es bringt es am Punkt, kann man Leben richten, aber auch Leben retten. Der Operateur versus dem, der es falsch einsetzt. Und ich glaube, mit diesem Anspruch, auch mit dem Werkzeug der Logistik, was Gutes zu bewirken, mit einem moralisch-ethisch vertretbaren Ansatz, halte ich durchaus als ein legitimes Ziel und auch eine Zielsetzung, um Anwalt zu werden. Alex Moritz. Ja, was ich mich frage, und das war jetzt vielleicht auch bei mir, aber das wisst ihr besser, dass natürlich diese Entwicklung zu ganz großer Spezialisierung, die einerseits notwendig ist, bedingt natürlich auch, dass sehr, sehr, sehr große Kanzleien entstehen, wo das möglicherweise, halt Freunde und so weiter, dann eigentlich das Ursprüngliche, das Anwaltlichen, das Unternehmerische und ein bisschen Generalistische und stark von der Persönlichkeit betrifft, ein bisschen in den Hintergrund tritt, nicht? Das, was aber, so wie ich es jetzt erlebt habe, jetzt familiär auch irgendwie das Spannende war, weil irgendwo ist dann, wenn du in einer 300, 400 Personenkanzlei bist und dort ist es wie in einem anderen, unter Anführungszeichen, Großunternehmen irgendwo in der Hierarchie ähnlich, was natürlich auch spannend sein kann, weil es dann halt die Spezialisierung ist und große Fälle, große Kanzleien, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist und sieht man ja auch eben auch bei euch, wo dann bewusst die Entscheidung getroffen wird, man geht heraus und fängt sozusagen mit einem kleineren Einheit an weil ich glaube, dass das auch nachhaltig zum Anwaltsberuf auch dazugehört. Und wenn also alles nur mehr 10 Chronics gegen Großkanzlei, wir arbeiten viel mit denen, natürlich sind hervorragend, aber nur mehr das ist, dann würde viel von dem Berufsstand verloren gehen. Es ist noch eine Frage. Es sind in den letzten 20, 30 Jahren Populärkultur, vor allem auch in Serien, wir reden jetzt nicht über US-Serien, keine Sorge, also nur, es geht weiter, dass immer mehr solche Serien Anwaltsberufe verwenden oder zum Vorbild haben oder beinhalten haben, von Suits bis zu eigentlich will, prägt das ein völlig falsches Bild vom Anwaltsberuf und sorgt dann vielleicht auch dafür, dass zu viele oder nicht die ganz richtigen Menschen in diesem Beruf wollen? Ich weiß nicht, ob das die falschen Menschen anzieht, aber Suits als Serie, schon gut. Ich glaube, also, ist schon gut, sind gut angezogen. Ich glaube, Teile dieser Serie, das spiegeln durchaus das Leben in einer Wirtschaftskanzlei, wenn man es, glaube ich, lustig hat, wenn man sieht, wie sie diskutieren, wie sie Lösungen, ich mag zwar den Slogan nicht, aber outside the box, aber wir machen es geht auch ohne Prüfung in dem konkreten Fall. Ja. Ganz genau, ja. Das sollte noch ein Kapitel dazu nehmen. Ne? Nein, ich glaube, es hat Parallelen. Es ist ähnlich. Ich glaube nur, da möchte ich hineinschlagen auch, es zieht schon viele Idealisten zunächst in den Beruf. Ich glaube, irgendwann treffen sie auch auf die Realität. Und Leute kommen, werden auch Anwälte, die einfach sagen, sie wollen viel Geld verdienen. Ich finde, das ist auch legitim. Da muss man auch viel arbeiten, wie in jedem Job. Aber ich glaube, der Anwaltsberuf und die Konzipienten, die heute hier sind, man kann diesen Beruf auf so viele verschiedene Arten als Konzipient und als Anwalt leben. Und ein bisschen Vorstellungsvermögen gehört dazu. In meiner eigenen Vorstellung läuft es bei uns in Suits ab. Aber wenn man jemand bei mir fragt, der sagt wieder, jetzt vollkommen neben der Realität. Auch die Klienten so von der Größenordnung interessant. Es kommen spannende Menschen vorbei mit Geschichten und manchmal muss man auch Nein sagen. Ja. Falsche Vorstellungen? Also ich weiß nicht, über Universitätsprofessoren hat noch niemand eine Serie gemacht. Interessant aber eigentlich. Aber wenn ich so überlege. Über Redaktionen gibt es ganz wenig. Ja, aber am Juridikum hätte man sicher genug Stoff für Serien. Also ich glaube, so idealisiert, eben über die Spezialisierung, wenn jeder das macht, wo auch sein Herz dran hängt, dann glaube ich, kann man auch eine Zeit lang, auf mehrere Jahrzehnte den Anwaltsberuf als erfülltes Leben machen. Also ich glaube, man sollte sich vielleicht auch auf das spezialisieren, wo nicht nur fachlich das Herz hängt, sondern auch emotional. Also ich habe einen Kollegen, der hat just studiert, aber der liebt Japan.
Und da ist jede Woche Japanisch lernen gegangen. Und jetzt betreut er fast ausschließlich japanische Klienten. Ja, also ist auch so ein Weg, wie man als Anwalt sehr glücklich werden kann, vielleicht mit einer unüblichen Spezialisierung. Also mein Tipp vielleicht, probieren Sie es mit einer unüblichen Spezialisierung und spezialisieren Sie sich nicht auf M&E, was eh jeder Zweite macht. Jetzt nichts gegen M&E, ja, das ist natürlich sehr toll und da kann man viel Geld verdienen, ja, sehr viel Geld verdienen. Du, ich lade dich nicht mehr ein, du brauchst das Geschäft. Aber nein, spezialisieren Sie sich auf das, wo das Herz dran hängt und dann ist man auch erfolgreich. Ja. Aber es gibt jetzt einen super Film über einen Universitätsprofessor mit Pierce Brosnan, wo er einen alternden Playboy und dessen Problem spielt. Aber noch keine Serie, das stimmt. Ja. Na, wobei das Interessante ist, dass diese, war jetzt neulich eine Umfrage, der durchschnittliche Österreicher sich besser im amerikanischen Rechtswesen auskennt, zumindest in der Form, wie es in Hollywood dargestellt wird, als im eigenen. Nicht? Und da haben wir für alles eine Verantwortung, sind an allem schuld, aber dass das in Österreich dann doch zum Teil anders abläuft und zwar zu Recht, also von der Form, wie Prozesse ablaufen und so weiter, das ist etwas, was Anwälte, aber auch wir in unseren Informationssendungen natürlich schon vermitteln. Also ich werte das jetzt als Ankündigung, dass es bald im ORF eine Serie über österreichische Anwaltskanzleien geben wird. Ja. Im Stile von... Ja, mit ja. Robin als ja, Rollmodel. Zum Beispiel, ja. 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 So, endlich mal eine Bonusdiskussion, wo wir Nägel mit Köpfen machen. Ja. Danke, Alex Holzer. Ja, aus meiner Sicht nichts Wesentliches zu ergänzen. Ich glaube auch, dass diese Vorbildrollen in diesem Sinne, auch wenn sie sehr abgehoben vielleicht sind, haben vielleicht auch für die Nachfolgegeneration eine gewisse Einstiegsmotivation. Wenn man reinschnuppern, muss man dann in der Realität, ob das zusammenpasst, ja oder nein. Und ich glaube, da gibt es dann schon ein bisschen ein Erwachen auch in der Realität. Ich möchte nur einen Satz noch zum Thema Groß- und Kleinkanzleien, also ich weiß nicht, ob das noch, weil das hier gefallen ist. Ich persönlich entscheide mich weder standardmäßig oder wir im Konzern für die eine oder andere, ich entscheide mich immer ausschließlich für Personen und das sind manchmal welche in Großkanzleien. Ich arbeite ausschließlich mit Personen zusammen oder auch welche, die sich sozusagen in kleineren Kanzleien hier etabliert haben. Ich würde das nicht per se als das eine oder andere besser bewerten. Ich möchte da vielleicht noch kurz als Tipp an die jungen Konsumenten auch sagen, auch wenn man in der Großkanzlei aufwächst, dann schaut man vielleicht ein bisschen auf die Wald- und Wiesenkanzleien und kann sich nicht vorstellen, was die machen und es geht in die andere Richtung genauso. Das möchte ich wirklich sagen, es gibt in Großkanzleien ganz großartige Anwälte und es gibt auch ganz großartige kleine Einzelkämpfer. Also mit diesem Vorteil bei der Prüfung, man nimmt sich nicht den, nehmen Sie sich einen Prüfungspartner aus dem anderen gegenüber. Veronika, meine Herren, vielen Dank. Ich moderiere wahnsinnig gerne Juristen-Diskussionen und Debatten, weil das geht sich mit der Zeit immer so herrlich aus, ist so kurz und knapp und prägnant. Also wir sind 5 Minuten unter Zeit, vielen Dank. Ich würde Sie noch bitten, dass Sie hin und wieder in die Presse schauen. Ich weiß, es ist ein langweiliges Image, ist aber viel lustiger und unterhaltsamer, als man glaubt. Vor allem am Montag und Mittwoch, da schreiben wir relativ viel über Recht und Rechtspanorama. Vielen Dank. Danke. Super.